Hey Leute und herzlich willkommen zum weiteren Nahrungsergänzungsmitteltest auf dem Kanal hier schön zum Abend. Wir schauen uns heute was an, was wir uns die Tage auch schon angeschaut haben, nämlich Johanniskraut. Aber meiner Meinung nach qualitativer, bisschen besser aufnehmbar vom Körper, bioverfügbarer und auf jeden Fall mit weniger Inhaltsstoffen, nämlich von Schönenberger, wo wir uns auch das Weißdorn angeschaut haben, nämlich Schönenberger Johanniskraut naturreiner Heilpflanzensaft. Also Johanniskrautsaft schauen wir uns an, bei vorübergehender geistiger Erschöpfung, traditionelles pflanzliches Arzneimittel. Darum geht es heute, designtechnisch schön gehalten, wie die andere Verpackung. Es wirkt so schön natürlich, viel weiß, aber auch so ein bisschen grüner Touch oben und so. Schönenberger seit 1927, also gibt es schon ganz schön lange, 200 Milliliter ohne Konservierungsstoffe. Und soweit ich auch weiß, ohne irgendwelche anderen Stoffe. Sehr nice. Wow. Wir haben ja von Kneipp das Johanniskraut angeschaut, auch nichts gegen Kneipp hier. Wenn ich mich entscheiden könnte, wenn ich euch was empfehlen würde, wäre es jetzt schon mal eher das, weil hier haben wir rein Presssaft, keine Zusatzstoffe, direkter Saft, schön schonend und so verarbeitet. Qualitatives Ding, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Natürlich, ich kann jetzt leider keinen Labortest machen, aber so von der Aufmachung, der Qualität und so würde ich da eher zu dem greifen, wenn ihr das mich fragen würdet. So, genau. So, naturheiler Heilpflanzensaft, Dosierung und Art der Anwendung. Erwachsene nehmen zweimal täglich vor den Mahlzeiten 10 ml Presssaft unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit ein. Bitte verwenden Sie bei den beiliegenden Dosierbecher. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Nach Anbruch 2 bis 8 Grad im Kühlschrank gelagert, 2 Wochen haltbar. Bitte Packungsbeilage beachten. Hinweis für Diabetiker. Dieses Arzneimittel enthält weniger als 0,1 BE pro Einzeldosis. Ja, verwendbar bis bla bla bla. Ist das noch verwendbar? Oh ja, noch Jahre verwendbar. Naturheiler Pflanzensaft, Johanniskraut wird traditionell angewendet zur Linderung vorübergehender geistiger Erschöpfung. Also, da haben wir schon besprochen. Gehe ich gleich auf die kurzen Vor- und Nachteile ein. Wir haben einmal Anwendung bei leichten bis mittleren Depressionen. Bei schweren sollte man schon so Antidepressiva greifen oder andere Maßnahmen ergreifen, aber bei leichten bis mittelschweren Depressionen kann Johanniskraut wirken. Gibt es auch Studien dazu. Dann bei Angst und Stress, also bei Angstzuständen oder Stresszuständen. Bei mir ist das zum Beispiel gerade ähnlich, nicht aus psychischen Aspekt, aber ich fühle mich die ganze Zeit geschwächt, sowohl geistig wie körperlich. Und wenn man wie früher, sagen wir, wo man noch jünger war, ein Referat oder irgendeine Rede vor ein paar Leuten oder irgendwie, ja, keine Ahnung was, so leichte Stresssituationen oder so Aufregungssituationen, die sind halt bei mir jetzt noch viel mehr verstärkt. Wo ich irgendwann geschafft habe, komplett eigentlich auszublenden oder halt gar nicht mich zu stressen bei solchen Sachen, sind sie jetzt wieder da und ein bisschen stärker, aber einfach, weil ich mich geistig so schlapp fühle, weil ich so ein bisschen leichte Wortfindungsstörungen habe, weil ich mich einfach ein bisschen vernebelt fühle, körperlich schwach fühle und dann sind so anstrengende Situationen natürlich für einen noch anstrengender und ein bisschen aufgeregter, auch wenn man es probiert zu unterdrücken. Und deshalb probiere ich das mal aus, mal gucken. Johanniskraut, also Angst und Stress und auch entzündungshemmend, also hat auch entzündungshemmende Eigenschaften, was auch ganz gut ist. Nachteile natürlich Wechselwirkungen mit zum Beispiel Medikamenten verschiedenster Art. Also wenn ihr Medikamente nehmt und das nehmen wollt, bitte mit dem Arzt absprechen. Nebenwirkungen sind zum Beispiel erhöhte Lichtempfindlichkeit der Haut, Schwindel, Unruhe und Magen-Darm-Beschwerden können auftreten, müssen natürlich nicht. Und zu der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man es nur mit der Rücksprache des Arztes besprechen, weil da ist die Studienlage noch ein bisschen zu eng. So viel dazu. Es hat zwei Hauptinhaltsstoffe, die für die Wirkung verantwortlich sind, nämlich einmal Hypericin und Hyperforin, aber auch noch viele andere bioaktive Verbindungen. Ja, so viel ungefähr jetzt zu dem Johanniskraut und dem ganzen Gedöns. Kommen wir zu der Zusammensetzung. 100 Milliliter enthalten Wirkstoff, 100 Milliliter Presssaft aus frischem, blühendem Johanniskraut. Hypericum perforatum. 1 zu 0,5 bis 0,9 Verhältnis. Supergeil. Nee, wirklich cool. Das heißt, auf 1 Kilo Kraut wurden 500 Milliliter bis 900 Milliliter Saft rausgepresst. Ist nice. So, ja, das ist das gute Ding. Ich werde es jetzt auch mal 2 Wochen versuchen. Einfach mal gucken, ne, wie sich es damit verhält. Und wir machen das Ganze auf Gesundheitsnote. Gebe ich hier bei Bedarf eine 1-, ne? Nicht einfach so einnehmen, wenn ihr euch top gesund und glücklich fühlt und solche Sachen, dann nicht einnehmen, aber sonst bei Bedarf eine 1-, weil auch keine Zusatzstoffe, sonst gar nichts drin. Und deshalb würde ich das auch zum Beispiel noch dem Kneipp bevorzugen. Preislich ist es aber auch bei, ich will nicht lügen, so zwischen 8 und 15 Euro, sowas um den Dreh, aber es ist halt auch qualitativer. Ne? Also ich sag's mal so, wer Geld sparen möchte, greift lieber zu den billigen Produkten, wer höhere Qualität, vielleicht auch höhere Wirksamkeit möchte, aber dafür mehr Geld zahlen kann oder möchte, greift dann lieber zu so einem Produkt. So, wir machen das Ganze jetzt auf. Gesundheitsnote 1- bei Bedarf wohlbemerkt, wie gesagt.
Und dann schauen wir mal. So, hier haben wir wieder unseren Beipackzettel, aber da steht ungefähr das gleiche drin, was ich euch gerade schon erzählt habe. Müssen wir jetzt mal nicht anschauen. Und hier haben wir wieder, oh ja, das gute Schönenberger Fläschchen. Die finde ich richtig schön, muss ich sagen. Aber irgendwie ist da so, hat sich so irgendwas abgesetzt. Oh ja, jetzt lockert sich gleich. Ja, es lockert sich mehr. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier ist so ein bisschen was. Ja, es lockert sich mehr und mehr. Naja, okay. Ja, das ist das gute Ding. Hier haben wir unseren Messbecher. 10 Milliliter zweimal am Tag. Perfekt. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht über oder so, weil ich zu hart geschüttelt habe. Nee, geht. Okay, und dann schauen wir mal. Boah. Ja, also das wird wie der Weißton auf jeden Fall nicht gut schmecken. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber es soll auch gar nicht schmecken. Also wäre cool, wenn es schmeckt, ne? Aber es soll nicht schmecken eben. Oder es muss nicht schmecken. So, wir haben es aufgemacht und wir machen es wieder zu. Immer gut schütteln die Flasche davor, ganz wichtig. Und hier haben wir das gute Ding. Ein bisschen mehr als 10 Milliliter, aber passt schon. Leute, aufs Wohl. Ja, ich sage immer, Geschmack ist wurscht. Es geht eben um die Wirkung. Wer Geschmack gar nicht ab kann oder so, oder da pingelig ist, dem wird es, glaube ich, mal nicht schmecken. Ist schon gewöhnungsbedürftig, aber man kann es machen. Also einfach Augen zu und durch. So wisst ihr, wie ich meine, Geschmacksnote gebe ich nicht, aber es schmeckt jetzt nicht gut. So, wenn ihr das hören wollt, genau. Aber sonst, Leute, cooles Ding. Ich werde es jetzt mal die 2 Wochen nehmen, morgens und abends 10 Milliliter. Und dann schauen wir weiter. Morgens und abends 10 Milliliter, 20 Tage. Ah ne, 20 Milliliter, 10 Tage. Ja, okay, das müsste lang. Okay, Leute, bis morgen Mittag bei einem weiteren Test. Ich wünsche euch was, immer shappy bleiben, immer schön gesund bleiben. Und falls ihr Erfahrungen mit Johanniskraut habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und bis morgen Mittag. Ciao, ciao.